Elena hat ein Flaschenproblem und sie ist wieder Elena oder doch nicht oder vielleicht. Und ist sonst eigentlich noch irgendwas passiert? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good morning in the morning, Renke. Wie geht's dir? Auch ganz gut, muss ich sagen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass ich weiß, dass ich in 5 Minuten im Bett liegen werde, denn wir haben heute nicht viel zu erzählen. Ja, das war eine. Ah, also, es hat sich schon angekündigt, dass es heute eine kurze Folge wird, weil SternTV. Ja. Und dann hat sich noch herausgestellt, der RTL hat ja nichts zum Senden gehabt. Ja, Das war und der eins. RTL hat unterzogen, gibt es ein Wort eigentlich? Also das Gegenteil von überzogen, zu früh Schluss gemacht. Bist du dir sicher? War nicht laut Programmplan 23:15 Uhr? Ich dachte 23:30 Uhr. Nee. Ist ja auch egal. Für uns hat es sich angefühlt, als wären sie früher fertig gewesen. Das zählt. Aber ganz, ganz erfrischend, so eine kurze Folge, wie jede Woche eigentlich, wie immer, wenn es eine kurze Folge ist. Sehr erfrischend, dass der Spuk auch mal ein Ende hat. Aber es gab auch nicht viel zu erzählen. Und sogar da finde ich, obwohl nicht, also Längen, es wäre das falsche Wort, so richtig schlimme Längen gab es nicht, aber es ist nicht viel passiert. Und man hat sich sehr angestrengt, das meiste daraus zu machen. So kann man es vielleicht sagen. Wir müssen aber, bevor wir irgendwas sagen, wir müssen noch Marc Danke sagen. Danke, Marc. Danke, Marc. Du weißt wofür. Du weißt wofür. Genau. Tag 13 im Dschungel. Wir fangen, glaube ich, am besten mit der Dschungelprüfung an, die ich nicht vorbereitet habe. Sekunde. Moment, ja, dann erzählen wir erstmal, dass Anastasia rausgeflogen ist. Man sieht den Auszug. Und auch da passiert, wie die Tage vorher bei ihr, schon nichts Spektakuläres, sondern sie lässt sich einfach mit dem Wagen wieder ins Hotel bringen, hat offensichtlich keine speziellen Wünsche und beim RTL hat man sich nichts Besonderes für sie ausgedacht, sondern sie trinkt einfach einen Cappuccino und daneben steht noch irgendwie ein Espresso oder so. Dann kommt ihre Begleitung und bringt ihr einen Lippenstift und dann darf sie sich endlich wieder wie eine Frau fühlen, wenn man sie da mal zitieren darf. Ja, passender Kommentar da von der Moderation, ich meine, der Hartwig war es, der gesagt hat, da haben wir dem Feminismus wieder einen Gefallen getan. Und damit ist das Kapitel auch beendet gewesen. Heute muss gehen, um das mal direkt schon mit reinzuschieben. Noch ergänzend dazu. Der Ja. Beitrag selber hat, glaube ich, irgendwie keine 3 Minuten gedauert. Vergleich, der Auszug von Sonja war irgendwie 2,5 Beiträge über 10 Minuten. Da sieht man schon die Bedeutung fürs Camp und was da an Material möglich war. Claudia muss raus. Ja. Ist das überraschend? Ja, schon. Wir hätten alle gedacht, dass die Wendler-Fans, Faninnen, sie schon weitertragen. Ja, das stimmt. Aber das finde ich fast ein positives Ergebnis. Jetzt nicht so sehr für dieses Camp, aber also für dieses Camp auch, weil so sonderlich erquicklich war sie nicht. Aber so für die nächsten Jahre. Weil es doch offenbar so ist, dass auch Leistung im Camp zählt und nicht nur die Insta-Fanbase. Richtig. Und damit sind es ja quasi jetzt eigentlich nur noch Elena, Raoul, Markus, Sven, Prinz Damien und Daniela. Spannend, spannend, spannend. Prüfung. Prüfung. Die Prüfung ist leider noch nicht online. Ich habe den Prüfung Namen ist. der Prüfung gerade nicht einfach vor Augen. Sekunde, der steht doch auf TV Now, oder? Ich bin nicht vorbereitet. Ich habe die Prüfung nicht verstanden, muss ich sagen. Als sie erklärt wurde, okay, ich habe auch so, nur so halb zugehört, weil ich nebenher ein bisschen aufgeräumt habe, aber ich habe bei der Erklärung habe ich nicht ganz verstanden, worum es geht und was passieren soll. Und als dann auch noch irgendwie Zahlencodes genannt wurden, die man irgendwie haben muss, da habe ich gedacht, okay, alles klar. Jetzt sind sie völlig durchgeknallt und haben sich irgendwas Verrücktes ausgedacht, war aber gar nicht so, sondern zwei mussten verkleidet über Ich hab's so einen Steg laufen, jetzt. da Sterne abknoten Ich hab's jetzt. und Raoul saß völlig Nee, wir unsinnigerweise müssen in das richtig einem machen. durchsichtigen Sarg. Ja. Hörst du mich noch? Ja. Ach so. Du ignorierst mich. Angetreten in der Dschungelprüfung. Höhenfluch. Raoul, Sven und Markus. Jetzt darfst du.
Ja, Raoul musste sich in so einen Glassarg legen. Da hat er einen Stern in die Hand bekommen und er wurde aber auch angekettet. Der Glassarg war oben offen und da wurde Tier reingeschüttet, Eiswürfel und also Zeug halt, Grüne Kakerlaken, Ameisen waren. Würmer, Ameisen. Und dann wurde dieser Sarg in die Luft gehängt. So 10 Meter in 10 Meter Höhe oder was auch immer. Und wenn man sozusagen diesen Sarg verlängern würde als Strich, war dahinter so komische, ja, Planken, nee, so Bretter, so eine, naja, wie nennt man das denn? Na, So Planken ein Aufbau. ist doch richtig. Planken, Das genau. hing ja alles in der Die, Luft. so eine Hängebrücke, da, das war Ja. das wirklich so. So eine Art Hängebrücke, aber sehr hängelig. Und da mussten halt Markus und Sven drüber laufen und Sterne abknoten, durften nicht runterfallen. Einmal musste Sven noch so einen Stern aus der Luft fangen. Den hat Markus dadurch gelöst, dass er irgendwas ausgelöst hat. Und am Ende mussten die zwei Zahlenschlösser tatsächlich, also den Zahlencode, mussten sie da eingeben. Das waren so ganz einfache, ja, kennt man auch so einfache Fahrradschlösser zum Beispiel. Da muss man dann sechs Ziffern nebeneinander eingeben. Und die hatte Raoul in seinem komischen Glassarkophag hängen. Und als die beiden eingeben waren, fiel Raoul dann zu Boden und er durfte, also er fuhr nicht zu Boden, aber fiel so ein paar Meter in die Tiefe und wurde dann von so einer Art Bungee-Seil, so ein Sicherungsseil, dann gebremst. Und dabei durfte er den Stern nicht verlieren, dann gehörte der auch dem. Sven hat irgendwie einen Stern oder einen halben Stern durch die Lappen gehen lassen. Dieser eine besagte, der eben runtergefallen ist, den er nicht abknoten musste. Und die hatten massig, massig Zeit über. Das war so eine klassische Abräumerprüfung. Da keine Sterne zu holen, ging, glaube ich, gar nicht. Und Die waren ja 3 Minuten fast. vor fertig. Die hatten noch 3 Minuten übrig. Und daher haben sie 6 von 7 Sternen geholt. Die war deutlich zu einfach. Ja. Die war Und deutlich auch ein zu bisschen einfach. schade. Auch tatsächlich ein bisschen schade. Denn die aufkommende Konfro, das spielte ja noch vor dem Abendessen. Und da kommen wir jetzt, wir können aber langsam dazu überleiten. Ja, da war am Ende, während die in der Prüfung waren, hat Elena festgestellt, dass Raoul ihre Flasche mitgenommen hat zur Prüfung. Und Elena war darüber nicht komplett, also nicht wirklich begeistert. Ja, hat sich ganz schlimm geekelt. Ja, sie fand es halt eklig, dass sie wollte jetzt nicht aus Raouls Flasche trinken. Und hat sich dann da reingesteigert. Erst hat sie halt, ich glaube erst, keine Ahnung, ich habe es nicht genau verstanden, aber erst hat sie halt dann gesagt, naja, sie müsste ja trinken, aber sie trinkt jetzt nicht und sie erwartet jetzt eine neue Flasche. Und hat sich sehr, sehr drin reingesteigert, wurde auch laut, ist rumgelaufen, hat im Dschungeltelefon randaliert. Ja, und selbst wenn man die Flasche irgendwie auswäscht oder auskocht oder so, ist immer noch eklig. Also mega bescheuert. Aber das wäre es auch fast gewesen, wenn sie nicht mit Sven aneinander geraten wäre. Der sich halt scheinbar schon seit Tag 2 hat, keinen Bock auf alles hier hat. Und ihr den Satz drückte, oh, jetzt Mach dich vom Acker, also mach die dich vom. schlimmste Beleidigung, die ich je gehört habe. Ja. Also, worum ging's? Sie hat sich halt mega aufgeregt und es wurde wirklich immer lächerlicher, das muss man auch schon sagen. Ja. Und dann kommt hinzu, dann ist man natürlich auch ein bisschen ausgehungert und genervt und denkt sich wahrscheinlich, Gott, Mädchen, halt doch mal die Klappe. Und dann hat er gelacht und dann hat sie gesagt, was willst du? So, ich übersetze jetzt mal frei. Ja. Und er sagt, komm, mach dich vom Acker. Und sagt, was, mach dich vom Acker? Oh, das ist so schlimm. Mach du dich doch vom Acker, hat sie dann gesagt. Und dann hat sie sich bei Prinz Damien über Sven ausgelassen. Sven hat sich bei anderen Leuten über sie ausgelassen. Es gab Getuschel und beide waren sauer. Prinz Damien hat beiden versucht zu sagen, sprecht doch miteinander. Das hat Elena kategorisch ausgeschlossen. Sven wurde, war zwar ein bisschen einsichtig, aber ich glaube, so richtig Bock hatte er auch nicht darauf, weil für sie war das ganz schlimm, wie sie gesagt hat. Diesen Menschen kann sie jetzt nicht verzeihen, weil er das gesagt hat. Also wenn, muss man schon sagen, wenn das wirklich ihre Einstellung ist, ne? Und beim Sommerhaus der Stars war sie ja eh nicht drauf, nur dass sie da noch mehr geschrien hat. Wenn das wirklich ihre Einstellung ist, dann hat die halt auch echt ein hartes Problem. Das muss man, glaube ich, so Ja. konstatieren. Ja, aber es war scheinbar, dass die Kontenance, die sich die letzten Tage zugelegt hat, die ist jetzt weg. So Ja, und langsam. das ist natürlich, und jetzt schließe ich den Bogen wieder, Gedankensprung zurück.
Jetzt gab es natürlich nach der Konfo abends Essen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es morgen nicht unbedingt ähnlich konfrontativ weitergeht. Ja. Wenn RTL, der RTL das gut mit uns meint, dann schickt der Elena und Sven auf eine Nachtschatzsuche, die wir noch nicht gesehen haben. Ja, das stimmt. Wir hatten noch keine Nachtschatzsuche. Ich glaube, die Sache ist jetzt ein bisschen, was du noch vergessen hast, am Ende hat Elena sich dann noch bei Daniela ausgeheult. Also da bröckeln ja gerade komplett die Fronten. Ja. Elena war einfach gerade dankbar, irgendwo das einfach abkippen zu können in dem Moment. Da bröckelt es alles gerade so ein bisschen. Aber jetzt gibt's Essen und das ist dann wieder so das Drama, dass diese Konfro, die durch Hunger entsteht, dann auch wieder aufhört. Und wir haben jetzt definitiv erfahren, dass Anastasia sich bei Daniela entschuldigt hat. Ja. Haben wir heute auch gehört. So. Dass sie jetzt sich mit hier Ernesto treffen sollen auf einen Kaffee zu dritt. Genau, auf einen Kaffee zu dritt. Ja. Ding. Ja. Ernesto Mont, wer auch immer das in Wirklichkeit ist. Also, damit ist werden das, wir eigentlich schon fast ist das nicht, ist das so ein Molkereibesitzer? Ja, das haben wir schon mal nachgeguckt, aber ich finde, verstehe. Na, Fußballer mit, wie heißt das, Penisverdickung? Der hatte eine dreifache Penisverdickung und Verlängerung, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Aber ist das nicht, ich dachte, man kann das nicht verlängern, sondern nur tiefer legen? Die genauen Details habe ich nicht erlesen. Aber es ist vor allem eine Penisverdickung, die dafür sorgt, dass es auch ein bisschen länger wird. Aber es geht vor allem um die Verdickung. Ja gut, ne? Ich meine, wofür Leute ihr Geld so ausgeben. So, Prognose. Wer gewinnt? Prinz Damien. Ja, wahrscheinlich. Hat aber heute die Sendung nicht viel zu beigetragen, würde ich sagen. Das war einfach so plitscher, scheißegal. Wer fliegt als nächstes raus? Wir hatten vielleicht zwischen Markus und Claudia. Ich glaube, es wird Markus tatsächlich. Darauf wollte ich auch hinaus gerade, weil der hat ja nicht mehr so viele Fans und ehrlich, diese Bresigkeit, die erträgt auch keiner mehr. Der ist ja auch auserzählt. Markus oder Raoul, ich würde mir aber sehr wünschen, ehrlich gesagt, wenn Elena rausfliegt. Einfach nur, weil ich diesen Beitrag sehen möchte, wie sie völlig wahnsinnig angefressen und angepisst ist und irgendeine Verschwörung herbeifabuliert und vielleicht nochmal ausrastet. Du möchtest einfach brennen sehen, oder? Ja, klar. Sicher. Sicher. Ja, aber was bleibt denn als Finale dann? Nee, das ist mir doch egal. Ich guck von Show zu Show. Hauptsache nicht einschlafen. Das ist mein Motto. Oh. Naja, das war unsere hier kurze Folge. Wir haben versprochen, wir wollten es unter 15 Minuten machen. Wir haben es, glaube ich, auch geschafft. Wir sind jetzt bei 13 Minuten, fast 14 Minuten. Und ab jetzt hören Leute nicht mehr zu, weil das ist der Klassiker, wenn wir anfangen. Das Geplauder fängt an. Ja, genau. Leute schalten ab. Leute hören jetzt wieder Billie Eilish. Ja. Wir sind auf Twitter, @Lungelpod, auf Instagram, @Lungelpodcast, auf Facebook. Und wir bedanken uns und Grüße nach Köln an diesen. Ach so, wenn ihr wollt, ne? Ja. Das ist übrigens kein Scherz. Ihr dürft wirklich bei uns im Blog kommentieren und auch Bewertungen natürlich bei Apple Podcasts, habe ich jetzt gelernt. Ja, es ist Apple Podcasts, ja. iTunes war früher hinterlassen. Auch da freuen wir uns sehr und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen weiteren Tag. Bis demnächst. Bis dann. Ciao. Tschüss.